Ich war schon oft so knapp davor, es mir zu holen, aber für 130 muss ich mich so wieder ins Zeug legen, dass ich überhaupt die Kohle bekomme. 130 ist sau viel Geld, ey. Sau viel, das ist der Hammer. Also für mich zumindest. Und eigentlich sehe ich das auch so, was du da machst momentan, ist ja eigentlich eh für die Katz. Es wird zwar jetzt nicht gelöscht, wenn du es auf der Alpha spielst, es wird auf PTR rüber kopiert, aber so allgemein, du musst ja alles sowieso nochmal machen, wenn das Spiel rauskommt. Genau wie vorher. Ja, die sind höllisch teuer, ja. Ich habe das von der Keyseite für 85. Ich hatte Glück, den Beta-Access zu kriegen und muss sagen, es ist echt gut. Ja, nice, freut mich. Nee, Marco. Muss ich leider verneinen. Das Große, ja. Was, du hast das Große für 85 bekommen? Ha, kein Scheiß. Bei G2Play war es eine Zeit auf 78, jetzt wieder auf über 100. Was ist denn mit dem Chat los? Hier müsste die Party steigen, aber hier ist wie im Altenheim. Also jetzt Party. Ja, du musst du dich mehr einbringen, Vision LP. Mehr einbringen, dann wird er schon. Zum Paket bringt ja nur. Ja, nur mehr als Beta Access. Ja, das Große. Genau, das bringt mehr als nur. Klar, ja. Nee, es bringt Alpha Access. Ich rede ja vom Alpha. Du kannst ja immer zocken, da die Alpha-Server immer oben sind. Und du hast 90 Tage. Wenn das Spiel rauskommt, hast du 90 Tage. Ja, als Abonnent giltst du. Ich weiß nicht, wie wir das nennen hier. 90 Tage giltst du als Abonnent. Hey Malle Malinski, merci für dein Follow. Hab Spaß, genieß die Show und ja, liebe Grüße aus München sende ich dir jetzt auch hiermit. Ja, ist der Alpha-Zugang kriegst du, dann hast du auf jeden Fall 90 Tage Abo, hast du laufen, wenn das Spiel rauskommt. Dann hast du einen Gleiter dabei, dann hast du In-Game-Credits, ich weiß jetzt gar nicht wie viele. Also, Credits sind es ja nicht, sondern es ist ja Gold. Einen Titel hast du, irgendwas wie, ja, weiß gar nicht, nicht Founder, sondern irgendwas anderes hast du. Ja, und, Arbeitspunkte, glaube ich. Rüstungsteile, ich weiß gar nicht, ob du irgendwas Besonderes hast wegen Rüstung, du was kriegst. No, 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 ist mir. Seht's, wenn ich halt etwas aggressiver fahre und versuche, einige Sachen besser zu machen. Hätte ich das erreicht, aber dafür habe ich was anderes verpasst, dass dieses Auto so aufgebockt hat. Egal, mach mal ein anderes, nicht so schlimm. Was ich aber auch gerne fahren würde, wäre ein anderes Auto. Nissan, ja, schön, ist gut, aber jetzt, ja, nur noch die ganze Zeit Nissan, Nissan, Nissan hier. Er kann, sie kann Nissan, weißt? Hier, dummer Witz. Was haben wir denn? 82.000, ja. Kriege ich eigentlich für diese Sachen auch Geld, gell? Und 90 Tage Patronstatus, ja, klar, warum oder war nicht mehr drin? Alpha Access to all Beta Events. Ja gut, das ist ja eh klar. Wenn du dann, was hat denn da so gekratzt? Ach, das war der Zaun. Wenn du dann Zugang hast auf die Beta, dass du dann schon, also auf die Alpha, dass du dann schon Access hast auf die Beta, auch klar. Wär ja doof. Da hatte ich kein Nitro mehr, um sie zu catchen. Ja.
Aber ich werde morgen wieder mit einem anderen Spiel anfangen, habe ich glaube ich schon erwähnt. Und dann abends wieder wechseln zu unserer Crew. Geil, leitet sich ein GPS direkt durch den Zaun durch hier. Aber gut, er weiß ja nicht, oder sie es, die GPS-Dingsbums, dass der Zaun geschlossen ist. Hätte ja auch. Wow! Aber es ist nicht gescriptet, oder? Alles klar, bis gleich. Malle Malinski. Habe ich jetzt. Wollte ich zu dem Event hin oder habe ich es einfach aus Versehen gestartet? Du stellst mir Fragen, Gex. Kein Problem. Fahr erstmal weiter, schau mal, wie es endet und dann entscheiden wir noch. Sehr gerne. Okay, ich wollte dahin, es war geplant, ich habe Gold geschafft. So. Nee, kann ich jetzt nicht bringen hier, NFS, sorry. Weißt ja, ich will auch einiges noch hochladen, da wird es wieder geflaggt. Hat mich schon genervt, dass gestern. Es wurde zwar nicht bei Twitch geflaggt, aber ich bin hier gestanden im Spiel, habe den Motor hochheulen lassen und im Hintergrund lief ganz leise die Titelmelodie vorm Spiel. Und das wurde in YouTube dann geflaggt. Zwar in Twitch nicht, aber in YouTube. Und bei 1, 2 Szenen wurde es sogar für einige Länder verboten, weil irgendein Lied da gespielt ist im Hintergrund, keine Ahnung. Deswegen habe ich die Musik ganz ausgemacht im Spiel. Ja. Machen wir schon. Wir machen vielleicht. Jetzt tue ich ein bisschen Videomaterial sammeln für YouTube. Und dann machen wir das vielleicht so, dass wir einen Tag mit Musik, einen Tag ohne Musik machen. Und liebe Grüße an YouTube, falls es irgendjemand mal nachschaut. Und. Ja, mal gucken. Muss dann irgendwie die Videos noch, das Schneiden ist extra. Wenn man. Hat doch jemand Erfahrung? Wenn ein Video geflaggt ist, bietet ihr doch YouTube an, die Szene wegzuschneiden. Oder quasi es zu muten. Aber er mutet es nicht, sondern tut einfach den Audio wegschneiden, sprich, es ist Async. Das war total komisch. Also den Audio, sondern den Teil der GEMA-Rechte verletzt, der wird einfach weggeschnitten. Aber das Video bleibt. Es ist nicht an der Stelle stumm, sondern der Ton wird einfach nach vorne, nach hinten gesetzt. Sprich, es ist Async. Es fehlt einfach was. Mal schauen, was ihr da geschrieben habt. Die haben da sämtlichen Kram als Musik vorhin lief. Auch Star Wars Melodie oder Pavarotti. Man bekommt was? Man bekommt da so viel in den Umhang, die spezielle Rüstung, speziellen Titel, extra Ingame-Shop, Arbeitspunkte für die Offline generieren. Genau, die Arbeitspunkte. Was sehr wichtig ist, 3 Monate Patronenstatus, also noch mehr. Ja, ich kann dir das mal kurz zeigen hier. Ja, doch, haben die trotzdem gemacht hier. Die haben ja auch die Band und alles, das haben die gemacht. Ich habe ja mehrere Videos. Und irgendwie komisch dann. Ich hoffe, man erklärt das bald. Wann's mir ja, am. Freitag auf Samstag um 5 in der Früh unserer Zeit. Also irgendwie so soll anscheinend ein Statement oder Announcement stattfinden von Tryon Worlds, glaube ich, heißen die. Ich suche gerade hier. Hier, ich habe doch hier offen gehabt. Ah, okay, ich habe es wieder geschlossen. Das da.
Nee, warte mal. Arc Age. Genau, schauen wir uns das mal kurz an gemeinsam. Haben wir ja kurz drüber geredet. Also passt es ja auch ins Programm. Shop. Ach, ich bin ja eh schon da. Also, es gibt drei Packages. Silber, Gold und hier Arc Age. Sage ich jetzt einfach mal. Hier, Unterschied. Gold kriegt man bei allen. 3000, 7, 5 und 12. 11, 12, 50. Was ein Wert. Hier, 13 Euro ist es wert, 38 und 57. Scheiß Maus, egal. Bei allen drei hast du 4 Tage. Hast du Early Start, hier Frühstart, kannst du halt früher anfangen. Gründer, Reisender und Wegbereiter. 30, 60 und 90 Tage als Abo hast du dann. Du kriegst hier 10 Abendsteine, die kriegst du nicht beim anderen, kriegst nur einen Gleiter. Okay, dann endet das schon mal. Der Silberstatus. Dann kriegst du bei beiden hier dieser gläserne Phönix. Dann hast du Plattenrüstung. Ach so, Wüstenassassinen Plattenrüstung. Okay, keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Dann endet das auch hier mit wie war das? Mit Gold. Da bekommst du noch Wappen, Geistesblitz, 10 Begleiterheiltränke. Naja, komm. Begleiterheiltränke, naja, ich weiß nicht. Das ist ja voll imbar. Gründerumhang, das ist vielleicht interessant. Design und lade ein Bild hoch, um deinen Umhang deine ganz persönliche Note zu verleihen. Mit plus 3 bei allen Stats. Okay, das ist ja nicht schlecht. Naja, Begleiter zu heilen. Kreiere und zeige dein eigenes Wappen auf Gegenständen im Spiel. Ja, das stimmt. Du kannst deine eigene Flagge aufs Schiff dingsbumsen hier. Ja. So, kannst dein eigenes Logo auf die Flagge dingsbumsen. Zum Beispiel hier ein Schiff mit irgendwie Gex oder Gex TV oder was weiß ich, können wir dann so uns aneignen und dann cruisen. Nicht mit dem Auto, sondern mit dem Schiff. Am Meer, weiß nicht, was es da ist. Meer, Ozean. Und so weiter. Genau, Trine Worlds ist das. Okay, XL Games Trine Worlds Crytek im Griff. Passt. Haben wir uns jetzt informiert? Hat die Pizza geschmeckt? Hat die Pizza geschmeckt? Wer hat ist noch mal Pizza gegessen? Kannst die sonst auch? Oder kann man das Ingame kaufen? Oder irgendwie verdienen das andere Zeug? Also, das mit der Flagge weiß ich jetzt nicht genau, ob das geht. Aber die ganzen anderen Sachen eigentlich mit dem Begleiterheiltränken habe ich jetzt auch bekommen in der Beta. Das müsste eigentlich schon klappen. Ja, du bekommst auch so einen Gleiter. Du bekommst ja nur einen schnelleren und besseren. Mehr Speed, bessere Waffen. Die haben ja auch so Waffen, glaube ich. Ja, du kannst ja schießen. Irgendwie so auf dem Boden. Keine Ahnung, wie genau. Und du kriegst da sofort mit Level 10, 11, 8 sowieso einen Gleiter. Standardgleiter gibt es nur diese speziellen halt. Skill extra aussehen, mehr Boost, what weiß ich oder so. Wir sind an tropischen Orten schon fast gestorben, beste Line. Die Items, die generell genannt wurden, alle. Also Begleiterheiltrank habe ich einen gehabt im Spiel. Ob ich mir jetzt noch mehr kaufen hätte können oder. Du kannst dir vielleicht selber brauen. Aber so bekommst du halt welche geschenkt. Also das mit dem Pay to Win ist ja in Korea. Das Spiel ist ja, soweit ich weiß, ursprünglich aus Korea. Da ist es noch schlimmer als bei uns. Da kriegst du eigentlich sehr, sehr wenig, wenn du Free-to-Play spielst. Da ist es extrem Pay-to-Win. Bei uns ist es ja gar nicht so schlimm. Bei uns hast du zumindest die Möglichkeit, das an alles ranzukommen, wenn du mehr Spielstunden investierst. Aber mal schauen, was sie jetzt announcen am Wochenende. Wie heißt, da ist doch momentan so eine große Messe, wo auch viele amerikanische Streamer hingehen. Haben sie